Oh Mann. Jetzt ist Elizabeth weg. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Und das Gesicht ist so groß. Ich bin so nah dran. Oh Mann, oh Mann. Verdammte Scheiße. Was geht hier nochmal ab? Haha, ich schieß dir auf die Nase. So, wir müssen da runter. Wir haben ein geradliniges Ziel. Wir haben ein Ziel vor uns, das wir auch betreten werden, das wir erringen werden. Wir werden uns nicht aufhalten lassen. Verdammt! Warum schneit es auf einmal? Wer soll seine Hände wegnehmen? Ich? Oh Mann. Comstock ist bei ihr. Ist das? Manche träumen vom Mammon. Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Was? Also ganz ehrlich, wie verwirrend soll denn das jetzt noch werden? Jetzt ist auf einmal sie die Prophetin? Und Gott soll ihr Urteil segnen? Hä? Was verdammt nochmal geht hier ab? Ich wüsste auch gerne, wo wir hier sind. Lauter Tote. Lauter Tote, die gefangen sind in den Zwischenräumen der Realitäten. Hä? Oh Gott! Alter, was ist das denn? Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch gegen Risse, gegen Menschen in Rissen kämpfen. Aber das werden wir auf andere Art und Weise machen. Und zwar... Pause. Teufelskuss, Teufelskuss. Ja. Aufladen. Okay. Und zack. Haben wir sie schön erwischt allesamt. Alter, und wir haben jetzt Elizabeth nicht mehr dabei, die uns helfen könnte. So, stirb. Wo ist jetzt der Anführer quasi? Ich muss irgendwie da rein. Boah. Hätte ich die vorher einfach umbringen sollen? Eigentlich hatten wir ja gesagt, dass... Oder hatte ich ja... Oder ja, haben wir ja gemeint, dass wir... sie nicht mehr einfach so umbringen. Keine Sünde entgeht seinem Blick. Alter, der sieht böse aus. Verdammt. Area is restricted. Hoffentlich muss ich nicht bis ganz zum Direktor hoch. Naja, aber ganz bestimmt müssen wir ganz bis zum Direktor hoch. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Ja. Gehe zum Büro des Direktors. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Und das müssen die ja mittlerweile auch wissen. Oh, eine Nachricht von Elizabeth.
nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Hä? Was hat sich denn jetzt hier auf einmal alles geändert? Nur weil sie mit in den Turm gegangen ist? Oder weil sie gesagt hat, sie will wieder zurück mit in den Turm? Ihre liebevolle Umarmung. So, wir werden den gleich mal entfernen. Können wir nicht. Ist ja geil. Wir können ihn nicht entfernen. Ja, 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 wir sind da. Aber ich krieg ihn nicht. Du Scheiße. Wie mies das doch ist, ne? Alter. Lasst mich, lasst mich. Wow. Verdammt nochmal. Komm schon her. Kommt her. Und wir laden kurz nach. Nee, tun wir nicht. Wir wechseln einfach mal die Waffe. Wie wir aus Call of Duty wissen, ist Waffe wechseln schneller erledigt. Und wir haben keine Muni mehr. Yeah. Mit denen haben wir ordentlich abgerechnet. So. Was nun? Was kommt nun? Was wird die nächste große Überraschung sein, ist jetzt die Frage. Wo wir liegen. Okay. Da gehen wir also erstmal nicht lang. Da ist ein Riss. Und ein Stuhl, den wir am Anfang, ganz, ganz am Anfang in der allerersten Folge gesehen haben. Wo auch immer uns der hinführen wird. So. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Ja, da gibt's reichlich viel zu sehen. Das ist definitiv einfach nur Columbia. Hat sich ja gelohnt, dieses Kinetoskop anzuschauen. Gut. Wir haben zwar nicht viel Munition, was ich jetzt gerade ziemlich ärgerlich finde, weil wir bisher, ja, sehr guter Hinweis. Du hast nicht viel Munition. Such neue. Wir wollen uns auch verarschen. So, dann suchen wir jetzt mal neue. Da, noch eine Aufzeichnung von Elizabeth. Unser Geist wird geboren. Verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Gott, oh Gott, wie redet sie denn auf einmal? Klingt ja nicht besser als ihr dämlicher, komischer Fake-Vater. Oh Mann, die wurde hier gut bearbeitet, wenn sie hier saß. Ach du Scheiße, ey. Oh, hier hat sich eine neue Tür aufgetan. Nee, hier hat sich keine neue Tür aufgetan. Aber hier. Hier sind wir noch nicht gewesen. Hallo?
Ich will nicht mehr. Oh, jetzt hab ich's. Ich muss jetzt meine rauchen. Tut mir leid, aber. Ja, und die Kerzen bleiben. Oh, die Kerzen bleiben nicht an. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass sie anbleiben. Da ist noch ein Riss, dem wir uns jetzt langsam und vorsichtig nähern. Ich bin Dr. Paddy, Frau Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Ja, Elizabeth, ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg zu dir. Da hinten ist schon wieder dieser blöde Gegner. Oh, wir werden uns mal vorbereiten drauf. Also, wir machen einfach mal hier eine Feuerfalle hin. Nee, eine Elektrofalle. Okay. Und jetzt kannst du deine Geister ruhig rufen. Ruf sie. Ahaha. Damit hattet ihr nicht gerechnet, ne? Okay. So. Knallen wir hier nochmal rein. Wir hätten mir ein bisschen mehr Streuung investieren sollen für das Ding hier. Hätte ich gewusst, dass es irgendwann noch so gut helfen wird, hätte ich das bestimmt auch getan. Zack. Und zack. Das ist ja auch nicht schlecht. Die kommen nicht außerhalb dieser Tür. Wenn wir also hier bleiben, dann können sie da drinnen ruhig sterben. Und wir sind in Sicherheit. So, keine Munition mehr, ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch einen dicken Revolver dabei. Gut, dass wir uns immer so ein bisschen anders umorientieren im Laufe der Zeit. Wenn da Waffen liegen, dann nehmen wir sie auch gerne mit. Okay, da ist der nächste Riss. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Sie wollen sie umbringen. Aber das dürften sie nicht. Wir müssen sie aufhalten. Schneller. Schneller. Wo ist sie nur? Nein, das reicht noch nicht. Ja. Das sah gut aus. Oh. Was greift uns an? Ah! Verdammt, so ein Haubenträger. Haubenträger, Fuzzi! Komm her! Na los! Jupp. Hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich. Und mit dem Revolver machen wir übel Schaden. Da ist noch eine. Du bist ja gar nichts, Liebes. Hast du da irgendetwas? Ich hab keine Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Was, Comstock? Ich bin nicht Comstock. So, kommt her. Alter Schwede. Unsere Ausrüstung, die wir gerade anhaben, ist echt geil. Oh Mann, das gefällt mir gar nicht, wenn sie so einen Blödsinn redet und sich anhört, als wäre sie ihr Vater. So. Okay. Wir haben hier nur einen halbvollen Karabiner gefunden. Aber wenigstens etwas an Munition. Also jetzt gerade wird es richtig schwierig, mit der Munition Haus zu halten. Da war doch gerade was zum Öffnen. Eine Mülltonne. Okay. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit, Trophel. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung.
Okay, wenn man Hoffnung als Krankheit bezeichnet, ist man sowieso schon krank genug. Alles klar. Bevor wir weiterlaufen, werde ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob meine Festplatte das alles überhaupt noch auffangen kann. Ich hoffe, das wird jetzt auch alles noch aufgenommen. Ansonsten habt ihr nur noch Tonspur. ich werde dann natürlich versuchen, noch eine andere Lösung zu finden. Aber ungünstig wäre es trotzdem. Okay, Freunde. Also es hat mir wieder, wie eigentlich immer, ne, bei diesem Spiel, viel Spaß gemacht und es war aufregend ohne Ende, verwirrend ohne Ende, also wirklich ohne Ende. Aber wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Aufnahme erfahren und ich denke mal, dann sind wir auch so weit, dass wir das Spiel einfach durchzocken werden. Bis zum Ende werden wir dann durchlaufen und so weiter. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.